Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Bedrock Add-on-Erstellung. Willkommen zum dritten und letzten Teil dieser Miniserie. Heute schauen wir uns, wie man Kupfer wachsen und entwachsen kann. Und zwar haben wir hier unsere kleine Kupferstatue, Zombie-Statue. Und ihr erinnert euch ja an letzte Folge, wenn man da draufklickt, dann wird sie einmal um eine Stufe deoxidiert. Wenn wir aber jetzt hier unsere Honigwabe nehmen und einmal draufklicken, dann wird sie gewachst. Wir haben neue Partikel, die orangenen Partikel. Und wenn wir dann mit der Axt wieder draufklicken, dann wird der Erwachs von der Statue entfernt und danach können wir sie wieder deoxidieren. Das machen wir hier jetzt gleich in dieser Folge, im letzten Teil dann. Und dann kann man damit eine ganze Menge an wunderbaren Dekorationsblöcken machen. Und ich würde sagen, genug geplaudert, los geht's. Dann schauen wir uns mal an, wie können wir dieses Verhalten nachmachen. An sich müssen wir das bei allen Vieren machen. Ja? Ich mache das jetzt erstmal einfach bei Copper Statue Zombie, weil wir dort quasi noch keinen Block-Trigger haben für Interact. Das heißt, wir machen das einfach mal hier. Ihr seht das Cute Ticking. Das fügen wir dann einfach mal hinzu. On Interact. Dann die geschweiften Klammern. Anführungszeichen. Anführungszeichen. Condition und dann auch wie in der letzten Folge Query Punkt is Unterstrich Item Unterstrich Name Unterstrich Any. Damit können wir, wie bereits gesagt, die Gegenstände im Inventar fragen. Dafür brauchen wir einen Slot. Dazu sagen wir Slot.weapon. Dot Main Hand, das ist dann eben der Gegenstand, den wir in der Hand halten. So, übrigens, ich habe dazu einen Link in die Videobeschreibung gepackt, falls ihr euch unterschiedliche Slots im Inventar anschauen wollt, dann könnt ihr das dort machen. Dann müssten wir theoretisch hier irgendeine Zahl eintippen, aber wir können ja nur einen Gegenstand in der Hand halten, daher können wir das auslassen. Und dann den Gegenstand, den wir in der Hand halten wollen. Also in unserem Fall Minecraft Doppelpunkt Honeycomb für den Wachs, ja. So, für die Honigwabe, so rum. Und dann machen wir hier eine Klammer zu. Das heißt, wir machen erstmal das Wachsen von den Kupferblöcken. Und in dem Fall sagen wir dann eben für unser OnInteract das Event nicht TA Oxidize, sondern TA Interacted. Genauso. TA Doppelpunkt Interacted. Das kennt Bridge natürlich nicht, weil wir das noch gar nicht haben. Dann fügen wir das einfach mal hinzu. Einfach hier drüber TA Doppelpunkt Interacted. Und dann hier die geschweiften Klammern. Und an sich machen wir genau dasselbe wie wir hier beim Oxidieren gemacht haben, beziehungsweise beim Deoxidieren. Heißt, wir fügen hier eine Sequenz hinzu. Sequence. Wir machen die mal auf. Machen dort die geschweiften Klammern. Und dann fangen wir an mit den Sachen, die wir auch zuvor beim Deoxidieren gemacht haben. Nämlich Run Command. Und dann fügen wir hier die Befehle hinzu, die wir ausführen wollen. Komm schon. 3, 2, 1, Command. Doppelpunkt. Da machen wir hier eckige Klammern auf und zu, damit wir mehrere hinzufügen können. Und dann sagen wir Slash Game Rule. Command Block Output False. Damit wir danach ein Effekt abspielen können. Den müssen wir natürlich auch erstmal noch erstellen. Und zwar slash Particle. Particle. Gehen wir mal eins zurück. So. Slash Particle. TR Doppelpunkt. Und das nennen wir dann Waxing Unterstrich Particle. Genau so. Und die Position, ja, machen wir Tilde. Tilde,
Tilde, also genau an der Position, wo der Block ist, erscheinen dann die Partikel. Dann machen wir die Game Rule wieder an, also wir sagen slash Game Rule, hoppla, ich habe das slash vergessen. Machen wir das mal so, slash Game Rule, Command Block Output und dann schreiben wir True. Also wir machen das wieder an und dann spielen wir noch das Geräusch ab. So, slash Play Sound. Place bunt, hoppla. Play Sound. Und in dem Fall machen wir copper.wax.on. Und das soll bitte jeder hören, jeder Spieler auf jeden Fall, at A, der in einem Bereich von 16 Blöcken ist. Also sagen wir R gleich 16. Genau so. Und damit hätten wir die ganzen Befehle. Jetzt müssen wir hier ein Komma setzen und weitere quasi Abfragen hinzufügen. Und zwar genau wie zuvor, wo wir dann die Richtung abfragen und dann erstellen wir dafür eben einen extra Block, wo wir dann die gewachsenen Variationen machen. Also im Grunde genau wie zuvor. Ich mache das jetzt einfach mal schnell und dann sehen wir uns gleich wieder. Und da haben wir es. Wir gehen es einmal durch. Ihr seht, wir haben hier North, dann haben wir Copper Statue Zombie Waxed und North, South, Copper Statue Zombie Waxed und South, West, Copper Statue Zombie Waxed und West, East, Copper Statue Zombie Waxed und East. Also, da hätten wir dann alles. Ist im Grunde genau dasselbe. Ja? Einmal kopieren, neu einfügen oder neu schreiben, wenn ihr es unbedingt machen wollt. Und dann eben hier die Namen ändern, nämlich die gewachsenen Varianten der jeweiligen Blöcke. Und ihr seht, das ist alles gelb unterstrichen, weil Bridge das gar nicht kennt. Minecraft kennt das, in Minecraft funktioniert das ja auch, aber hier will das halt einfach nicht. Ja? Dann müssen wir jetzt hier ein Wachspartikel erstellen. Das machen wir auch direkt. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir gehen hier zu Snowstorm. Da ist ein Link in der Videobeschreibung. Falls ihr das haben wollt, wir importieren die Datei aus der letzten Folge. Da hatten wir scraping-particle.particle.json. So. Also genau das hier eben. Und ich mache dieses Looping mal aus. So. Dann gehen wir zur Config und verändern Scraping zu Waxing. Und dann müssen wir eigentlich nur noch die Farbe ändern. Color and Light. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber okay. Dazu gehen wir jetzt hier mal zu Bridge, zu Blockbench. Tausendmal mit B. Wir stellen einfach mal einen Bedrock Block, gehen auf Abbrechen und importieren eine Textur, nämlich im Grunde die beiden hier, ja, die brauchen wir gleich, die können wir einfach gleich importieren. Wir gehen mal auf Malen, klicken das erst an, wo man halt gewachst hat und geben hier die korrekten Proportionen quasi an, 1280 mal 720, so. Wir holen uns die Pipette, beziehungsweise vielleicht erstmal die Hand, um ein bisschen näher ran zu zoomen. Und ich würde sagen, wir holen das uns von diesem Partikel hier. Und dann haben wir hier FEA 616 als Farbe. Und die geben wir hier ein. FEA 616. Einmal nochmal kurz überprüfen. Genau. Ich weiß nicht, warum das irgendwie ganz komisch ist. Es gibt kein Weiß oder so, aber naja. Dann gehen wir hier zur Preview, klicken einmal drauf und ihr seht, das sieht aus wie Wachs. Ja, das können wir dann einfach auch so herunterladen, abspeichern, wie auch immer. Das können wir auch gleich mit dem anderen Partikel machen, aber da sollte es eigentlich weiß sein. Ja, also wenn wir hier draufklicken und das auch mal dort machen, suchen wir uns irgendein Partikel, das ist ganz gut. Mit der Pipette einmal schauen.
Ja, das ist komplett weiß. Ihr seht FF, FF, FF. Das ist komplett weiß. Hier wird es als schwarz angezeigt. Keine Ahnung. Dann gehen wir hier zur Config und sagen FF, FF, FF. So. 6 mal F. Wenn wir das starten, dann seht ihr, da kommen auch die weißen Partikel. Und das benennen wir auch nochmal schnell um. Wir benennen es Unwaxing Particle. Genau. Dann können wir das auch einmal herunterladen. Und dann haben wir jetzt alle drei Partikel. Das können wir dann schließen, das können wir dann schließen. Wir gehen zurück zu Bridge. Wir gehen zu den Ressourcenpaketen, zu Particles. Stellt sicher, dass es Particles im Plural heißt. Sonst werden die Partikel da drinnen nicht erkannt. Wir gehen auf Import File. Und dann müssen wir einfach die beiden neuesten Partikel importieren. Waxing Particle, Unwaxing Particle einmal hochladen. Und dann haben wir die auch. Die können wir jetzt auch benutzen. Und dann sollten wir das erstmal haben. Das können wir jetzt hier kopieren bzw. duplizieren, um dann daraus die gewachste Variante zu machen. Also hier Zomba, Copper Statue Zombie waxed. Und dann klicken wir da einmal drauf und verändern ein bisschen was vom Code. Nämlich dieser Block kann nicht oxidieren. Ja, er soll ja gar nicht oxidieren können. Daher verändern wir das ein bisschen, indem wir hier dieses Qt Ticking entfernen und dann eben auch das dazugehörige Event. Und dann kann das Ganze gar nicht mehr oxidieren. Dann bleibt das halt eben so lange so, bis wir damit wieder interagieren. Das heißt, das hier müssen wir auch noch gleich ändern. Aber erstmal entfernen wir hier das Event, ja. Und das könnte ein bisschen dauern. Ich mache das mal schnell. Da haben wir jetzt das ganze Event gelöscht. So. Und jetzt müssen wir das hier wieder ändern. Statt waxed haben wir hier einfach nur die ganz normale Zombie-Statue. Wenn wir das quasi wieder abkratzen, halt eben den ganzen Wachs, dann wird daraus ja wieder eine ganz normale Zombie-Statue. Daher machen wir das hier mal schnell weg. Zombie, so. Und dann auch nochmal hier. Bei den Geräuschen, statt on machen wir off. Und Waxing Particle wird zu Unwaxing Particle. Und dann müssen wir hier Honeycomb verändern zu den ganzen unterschiedlichen Äxten, die es gibt. Zum Beispiel eben Wooden unterstrich Axe. Und dann müssen wir die ganzen anderen noch hinzufügen. Dann haben wir das alles richtig verändert und damit wäre hier die gewachste Zombie-Statue richtig und die normale Zombie-Statue wäre auch schon bereit. Was wir jetzt machen müssen, ist ein bisschen kompliziert, weil hier haben wir ja schon einen Block-Trigger für die Interaktion drin. Nämlich seht ihr hier onInteract mit den ganzen Äxten. Da müssen wir jetzt noch quasi den Wachs, die Honigwabe hinzufügen und dann müssen wir das ein bisschen ja, überprüfen innerhalb von dem einen Block-Event. Genau. Wir fügen erstmal hier Honeycomb hinzu, Minecraft, Doppelpunkt, Honeycomb und dann noch eine Apostrophe und ein Komma. Das heißt, wir können das jetzt auch theoretisch momentan mit einer Wabe ja, deoxidieren. Allerdings können wir das auch ein bisschen ändern. Wir gehen hier zur Sequence, machen dort einmal eine geschweifte Klammer auf und das machen wir ganz unten auch einmal.
nehme ich hier direkt vor die letzte Stelle, einmal eine geschweifte Klammer zu. Und wenn wir jetzt hier wieder ganz nach oben gehen, können wir dort etwas hinzufügen. Und das nennt sich Sequence. Ja, wir fügen eine Sequenz in einer Sequenz hinzu. Und dann machen wir hier eine eckige Klammer auf. Hoppla. Eine eckige Klammer auf. Und dann löschen wir quasi die geschlossene eckige Klammer und ein Komma. Wenn wir nochmal nach unten gehen, hier direkt vor der letzten geschweiften Klammer, machen wir nochmal eine eckige Klammer. Und jetzt haben wir das Ganze quasi in eine eigene Sequenz gepackt. Dann können wir jetzt quasi die andere Variation dafür noch hinzufügen, nämlich das, was wir eben schon hatten mit dem Wachsen. Das heißt, wir gehen hier quasi in die Sequenz rein, in die obere, setzen dort geschweifte Klammern, machen natürlich ein Komma dahinter und dann sagen wir auch hier wieder Anführungszeichen, 1, 2, 3, Anführungszeichen und fügen dort eine weitere Sequenz hinzu. Und im Grunde machen wir genau dasselbe wieder wie zuvor. Geschweifte Klammern. Und jetzt führen wir wieder diese ganzen Befehle aus. Und zwar sagen wir dafür Run Command. Und dann sagen wir Command, Doppelpunkt, die eckigen Klammern auf und zu, Slash, Game Rule, Command Block, Output, False, setzen es erstmal auf Falsch, dann wieder, hoppla, Anführungszeichen, Slash, Particle, TA, Doppelpunkt, Waxing, Unterstrich, Particle, und dann Tilde, Tilde und Tilde, dass es eben genau am Block angezeigt wird. Auch wieder Slash Game Rule Command Block Output und setzen das dann auf True. Und auch wieder das Geräusch, also Slash Play Sound und dann Copper Punkt Wax Punkt On und die ganzen anderen Sachen hier unten auch wieder, ja. Aber zunächst wollen wir noch mal eine kleine Überprüfung machen, nämlich an sich wollen wir das ja nur, zum Beispiel hier dieses Deoxidieren, wollen wir nur haben, wenn wir eine Axt in der Hand haben. Und das Wachsen soll an sich nur passieren, wenn wir eine Wabe in der Hand haben. Das heißt, das können wir auch nochmal abfragen. Und zwar mit Condition. Sagen wir Doppelpunkt. Und dann auch wieder Query. Punkt. Is item name any? Klammer auf, Apostrophe. Slot. Punkt. Weapon. Punkt. Main Hand, Apostrophe, Komma und dann Apostrophe, Minecraft, Doppelpunkt, Honeycomb, Apostrophe, Klammer zu. So, also wenn wir halt eine Honigwabe in der Hand halten, soll das Ganze gewachst werden. Hier unten kommen dann noch die ganzen Blockvariationen wieder rein. Und hier fragen wir genau das Gegenteil ab. Hoppla. Die geschweifte Klammer muss wieder zu, glaube ich. Weiß ich nicht. Nee. Es muss eine geschweifte Klammer aufgemacht werden. So rum. Auch hier wieder Anführungszeichen Condition. Doppelpunkt. Und hier machen wir etwas recht Interessantes. Wir fragen nicht ab. Hast du diese Axt, diese Axt, diese Axt, diese Axt oder diese Axt? Sondern wir fragen, haben wir keine Honigwabe in Hand? Ja, dieses Ausrufezeichen steht für keine. Und dann fragen wir Query.
Punkt. Is item name any? Minecraft, hoppla, zuerst den Slot. Slot.weapon.mainhand. Mainhand, so. Apostrophe, Komma, Apostrophe, Minecraft, Doppelpunkt, Honeycomb, Apostrophe und Klammer zu. So, ich erkläre jetzt mal, was das eigentlich jetzt bedeutet. Grundlegend, wir haben hier das Event Interacted. Wann wird das Event Interacted ausgeführt? Wenn wir entweder eine Honigwabe in der Hand halten oder eine von diesen Äxten. Dann kommt es zu einer Interaktion. Ja? Wenn wir dann in dieser Interaktion drin sind, ich habe ein Komma vergessen, wenn wir in dieser Interaktion drin sind, wird eine Sequenz gestartet, wo zwei Sachen drin sind. Einmal hier diese Abfrage, query.isItemNameAny, slot.weapon.mainhand, minecraft.honeycomb. Das heißt, wenn wir eine Honigwabe in der Hand halten, wird das hier ausgeführt. Ja? Und damit wir hier nicht die ganzen Äxte reinschreiben, sagen wir, haben wir keine Honigwabe in der Hand. Ja, wir haben alle möglichen Gegenstände, die zu einer Interaktion eine Interaktion durchführen, sind Honigwabe und Äxte. Und wenn wir jetzt die Honigwabe da rausnehmen, aus der Liste quasi, dann bleiben ja im Grunde nur noch Äxte. Sonst wird die Interaktion gar nicht erst ausgeführt. Gut, dann hätten wir das. Hier muss ich ein Komma setzen. Dann kommen jetzt hier wieder Klammer auf, geschweifte Klammer auf und so. Und dann fügen wir das hier unten einfach nochmal hinzu. Also Copper Statue Zombie Exposed. Und dann für die jeweiligen Himmelsrichtungen dann die gewachste Variante. Ich mache das jetzt auch nochmal schnell. Bis gleich. Ich habe die jetzt auch noch mal hinzugefügt, und zwar, weil wir hier die Exposed-Variante haben, die freiliegende Variante, Exposed Waxed. Ja? Also einfach die Variante, die wir hier gerade haben, plus gewachst hinten dran. Mir ist übrigens was aufgefallen, tatsächlich habe ich das selber herausgefunden. Wenn man die oxidierte Schicht abschabt, gibt es tatsächlich ein extra Geräusch, das heißt Scrape. Ja? Das steht nicht im Wiki, ich muss es selbst hinzufügen, also viel Spaß. Es gibt ein eigenes Geräusch, ich musste da ganz tief in Bedrock Samples rumgraben, habe danach gesucht, habe es auch gefunden. Das Geräusch heißt Scrape, das muss man dann halt eben bei all den anderen Blockvarianten noch ändern. Dann können wir das hier auch an sich speichern und schließen. Und das müsste man jetzt an sich leider für Oxidized und Weathered auch noch machen. Also ja, das wird ein bisschen dauern. Ja, man braucht dafür ein bisschen Ausdauer. Aber jetzt machen wir hier Exposed unterstrich Waxed. Also die gewachste Variante. Und auch hier wieder, wir löschen das Oxidieren. Ja, dieses Event hier oder den Event-Trigger, Block-Trigger, einmal löschen und danach löschen wir auch das gesamte Event. Ich habe die Sachen jetzt hinzugefügt, wie ihr sehen könnt, ich habe Exposed Waxed gemacht, also die Variante, die wir hier gerade haben, plus Waxed. Fürs Gewachssein, für North, South, West und East. Und ganz nebenbei, so ein bisschen noch an die letzte Folge anlehnt, wenn man das Ganze wieder deoxidieren möchte, da gibt es ein ganz anderes Geräusch, nämlich Scrape. Das steht nicht im Wiki, ja. Ich musste das selbst herausfinden und danach habe ich es dem Wiki hinzugefügt. Könnt ihr euch auch gerne anschauen, wenn wir hier mal rübergehen zu Opera. Das ist übrigens ein neues Minecraft-Wiki. Ja, vorher war das ja von Fandom mit irgendwie so einer komischen Seitenleiste und so. Minecraft.wiki ist noch recht unbekannt, aber keine Sorge, das wird dann die aktuellste Variation sein oder Variante sein von Minecraft-Wiki. Und wenn man hier ganz nach unten geht zu Sounds und dann zu
Unique. Da haben wir Unique. Und zu Bedrock Edition, dann gibt es hier jetzt auch das Geräusch Scrape. Ja, das habe ich selbst hinzugefügt mit den unterschiedlichen Geräuschen, die es dort eben gibt. Dann müsst ihr das einfach quasi hinzufügen. Ihr seht, da ist es auch. Dann müsst ihr es einfach bei den unterschiedlichen Blockvariationen hinzufügen, also bei Exposed, Oxidized und Waxed. Einfach das Geräusch beim Deoxidieren verändern zu Scrape. Ja, recht simples Wort. Gut, dann machen wir jetzt weiter. Exposed Waxed brauchen wir als nächstes. Dazu holen wir uns einfach hier die Kupferstatue, die wir bisher schon hatten, die gewachste, und benennen die einfach mal um. Denn das wäre deutlich leichter. Also wir sagen Copper Statue Zombie, andersrum. Copper Statue Zombie Waxed Exposed. Also genau so. Und wenn wir das einfach mal öffnen, dann müssen wir hier natürlich auch wieder. Ah, wir müssen die Namen noch ändern. Perfekt. Waxed unterstrich exposed. Und dann müssen wir hier auch noch ein paar Sachen ändern, wie Map Color zum Beispiel. Das ist ja hier die angelaufene oder freiliegende Variante, je nachdem, ob ihr auf Java oder auf Bedrock spielt. Da haben wir 135, 107 und 98. So, als Werte. Copperblock. Statt Copperblock haben wir Exposed Copper. Exposed unterstrich Copper. Einmal nachschauen. 3, 2, 1, 0. Das gibt es. Wunderbar. Dann haben wir hier wieder dieses On-Interact mit den ganzen Äxten, die abgefragt werden. Und wenn es dann der Fall ist, dann soll das wieder zur guten alten Copper Statue Zombie Exposed werden. Also machen wir das hier einfach mal bei allen. Copper Statue Zombie Exposed. Copper Statue Zombie Exposed. So, und ein letztes Mal Copper Statue Zombie Exposed. Und das machen wir auch mit den anderen Variationen jetzt einmal. Also speichern und schließen. Übrigens hier noch einmal schnell rein zur normalen Kupferstatue und dort fügen wir Waxed hinzu. Wunderbar. Einmal speichern und schließen. Und das kopieren wir jetzt einfach nochmal. Also Copper Statue Zombie Waxed zweimal kopieren für die beiden anderen Variationen. Duplicate. Dann sagen wir hier Copper Statue Zombie Waxed Weathered. Das sind einer der längsten Namen, die es hier in Minecraft gibt. Auf Deutsch ist es natürlich noch mal ein bisschen länger. Waxed, Exposed. Hoppla, das war das Falsche. Waxed Weathered wollten wir haben. Waxed Weathered. Also sagen wir hier Waxed Weathered. Wunderbar. Einmal Map Color. Müssen auch verändern. Da haben wir jetzt 58, 142, 142 und 140. Für die Farbe. Copperblock müssen wir auch ändern. Zu, komm schon. Copperblock wird zu Weathered Copper. Weathered Copper. Und auch wieder hier unten müssen wir überall ein Weathered hinzufügen. Also Weathered. Weathered. Und Weathered. Einmal löschen. Und ein letztes Mal Weathered. Dann können wir das schließen, speichern und schließen. Und dann machen wir das ein letztes Mal für die oxidierte Variante. Also auch wieder hier Duplicate. Dann löschen wir das einmal. Waxed unterstrich
oxidized.json. Einmal öffnen. Das war wieder die falsche Variante. Oxidized war eins weiter drunter. Also sagen wir hier waxed oxidized. Genau so. Das wird auch schon vorgeschlagen. Wunderbar. Map Color müssen wir auch wieder verändern. Hier haben wir 22. Dann haben wir 126 und 134. Also machen wir das einmal so, ist so ein Türkis, recht dunkles Türkis. Statt Copper Block sagen wir Oxidized Copper. Oxidized Copper. Und hier unten ändern wir auch wieder Copper Statue Zombie zu Copper Statue Zombie Oxidized. Copper Statue Zombie Oxidized. Copper Statue Zombie Oxidized. Und ein letztes Mal Copper Statue Zombie Oxidized. Wunderbar. Dann können wir das auch wieder speichern und schließen. Also, wir gehen nochmal zu Texts, enus.lang und dort müssen wir die ganzen Namen hinzufügen. Also gehen wir einfach mal hier hin und sagen Teil.ta Doppelpunkt Copper Statue Zombie nicht exposed, sondern waxed. So. Punkt Name gleich und dann gewachste kupferne Zombie Statue. Ja, gewachste kupferne Zombie Statue. Teil.ta Doppelpunkt Copper Statue Zombie. Nehmen wir mal exposed und fügen da noch ein waxed hinzu. Waxed exposed. Name gleich. Ich weiß tatsächlich nicht, wird das gewachste ganz nach vorne gesetzt oder ich glaube schon. Müssen wir mal nachschauen. Gewachste freiliegende gewachste freiliegende kupferne Zombie-Statue. Ja, das könnte einer der längsten Namen sein, die es in Minecraft gibt. Vielleicht passt es noch nicht mal. Müssen wir einfach mal schauen. Teil.ta Doppelpunkt Copper Statue Zombie Weathered. Fügen wir auch noch mal ein Waxed hinzu. Punkt Name gleich. Gewachste, verwitterte, kupferne Zombie-Statue. Ist nicht ganz so lang, aber fast. Da haben wir Teil.ta, ta Doppelpunkt, Copper Statue Zombie, nicht exposed, sondern waxed, unterstrich, oxidized. Oxidized.name gleich gewachste oxidierte kupferne Zombie-Statue. So, also wir haben vier weitere Blöcke. Gewachste kupferne Zombie-Statue, gewachste freiliegende kupferne Zombie-Statue, gewachste verwitterte kupferne Zombie-Statue und gewachste, oxidierte, kupferne Zombie-Statue. Kupfer ist ein lustiger Block, muss man schon so sagen. In all seinen Formen und Variationen. Ja, okay. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist auch einer der Gründe, warum es im Grunde nur die Kupferblöcke gibt. Und den geschliffenen, das geschliffene Kupfer. Diese ganzen Rotationen muss man natürlich einzeln abfragen. Dadurch werden auch die Dateien davon extrem groß und extrem aufwendig. Daher
Gibt es halt so wenig Blöcke. Soweit ich weiß, kann man den Blitzableiter gar nicht oxidieren lassen. Der bleibt einfach immer so. Eben aus diesem Grund, weil er so viele Rotationen hat. Daher ist es recht kompliziert, aber ich wollte es euch mal zeigen. Daher habe ich das hier gemacht. Dann können wir das jetzt aber auch exportieren als Minecraft-Addon. Herunterladen und importieren. Also dann bis gleich. Dann testen wir mal die ganzen Sachen aus. An sich würde ich auch die Sachen, die wir zuvor schon geklärt haben, einmal testen. Nämlich hier die ganzen normalen kupfernen Statuen einmal quasi deoxidieren lassen. Dazu packen wir die hier einfach mal im Kreis hin. So. Und so. Dann machen wir das einfach mal hier drunter. Einmal in alle Richtungen. Das müsste ja an sich alles schon funktionieren, aber einfach um es mal auszutesten. Und dann gehen wir hier hin, machen das nochmal so, so und so. Und dann klicken wir die einmal an. Ja, das funktioniert alles noch wunderbar. Und dann holen wir uns hier unser Honigwachs oder unsere Honigwabe raus. Die müsste hier sein. Und dann klicken wir einmal. Das funktioniert bisher wunderbar. Und die Geräusche passen auf jeden Fall und die Effekte sind auf jeden Fall auch da. Ich kann es euch ja einmal nochmal an einem Kupferblock zeigen. So, machen wir das mal hier und hier. Also Kupferblock und die Statue. Sieht im Grunde genau gleich aus. Wie sieht es eigentlich mit dem Entwachsen aus? Das heißt, die sind ja jetzt hier alle gewachsen. Wenn wir da draufklicken, dann wird der Wachs wieder entfernt. Genau. Okay. Das klappt auf jeden Fall. Ja. Also, dann hätten wir das auch im Grunde. Wir haben jetzt unsere Kupferstatuen, Zombie-Kupferstatuen. Die können in vier Richtungen schauen. Die können oxidieren, quasi die normalen Variationen davon. Wir können sie wachsen, wir können sie entwachsen. Und das sind dann hier im Grunde alle. Dann holen wir uns die mal alle einmal. So, ja, also wir haben hier diese acht Kupferstatuen jetzt hinzugefügt. Die funktionieren alle wunderbar. Wir überprüfen mal einmal die Namen. Kupferne Zombie-Statue, freiliegende kupferne Zombie-Statue, verwitterte kupferne Zombie-Statue, oxidierte kupferne Zombie-Statue, gewachste kupferne Zombie-Statue, gewachste freiliegende kupferne Zombie-Statue, gewachste, verwitterte, kupferne Zombie-Statue und gewachste, oxidierte, kupferne Zombie-Statue. Also der Name klappt gerade so noch. Also der passt da rein auf jeden Fall. Braucht eine zweite Zeile. Wie hieß die nochmal? Ich glaube, das war das. Nein, die andere. Gewachste, verwitterte, geschliffene Kupfertreppe. Nee, warte mal, nicht die verwitterte, es muss die freiliegende dann sein. Nämlich die hier, die hat den längsten Namen hier in Minecraft, zumindest Deutsch. Freiliegende geschliffene Kupfertreppe. Und die ist noch ein bisschen länger. Also ja, wir haben keinen Rekord gebrochen. Die ist noch ein bisschen länger. Egal, wir haben jetzt hier unsere Kupfervariationen. Die könnten jetzt hier auch gleich anfangen zu oxidieren. Die hier nicht. Und jetzt könnt ihr damit im Grunde eure eigenen Kupferblöcke machen, eigene Kupferstatuen. Die hier ist auch schon oxidiert, eine Stufe weiter quasi. Ihr könnt jetzt, keine Ahnung, das für Skelette machen und für Spinnen und Enderman und Creeper und alle möglichen Monster und Tiere. Aber so weit werde ich dann auch nicht gehen. Ich meine, das war hier ja dazu da, um Kupfer, die Funktionsweise von Kupfer zu erklären.
wie es oxidiert, wie man es wachsen, wie man es deoxidieren kann und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, es hat mir ziemlich viel Spaß gemacht. Das ist auf jeden Fall ein ganz nützliches Wissen, würde ich sagen, wenn man noch mehr dekorative Blöcke quasi in Minecraft haben möchte. Und ja, das war's dann. Das war's mit der Folge. Das war's auch mit dieser Miniserie hier zu diesen Kupferstatuen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!